Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Bäckerei Lange, der Stadt Geseke, der Firma Moltec, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, von Innogy, Rewe und der Kaffeerösterei Benzlips. Saubere und sauerstoffreiche Gewässer, die Lebensgrundlage nicht nur für Bachforellen. Moderne und dem Stand der Technik entsprechende Kläranlagen sind dafür die wesentliche Voraussetzung. Die Selzer Kläranlage zählt dazu. Mit ihren drei Reinigungsstufen der mechanischen, biologischen und chemischen Reinigung des Abwassers zeigt das Selzer Abwasserwerk gute Ergebnisse, jedoch noch nicht bezüglich der sogenannten Spuren- oder Mikroschadstoffe. Ein ganzer Cocktail solcher Substanzen erreicht täglich das Abwasserwerk. Rückstände von Arzneimitteln, Kosmetika, Waschmitteln und diversen Haushaltschemikalien, Substanzen aus der Industrie, der Tiermedizin oder der Landwirtschaft. Noch stellen sich nur wenige Städte und Gemeinden in der Bundesrepublik dieser Aufgabe. Die Selzer Stadt kann jedoch zu den Vorreitern in Sachen des optimalen Gewässerschutzes zählen. Im Haushaltsplan für das nächste Jahr sind finanzielle Mittel eingestellt. Insgesamt werden 4,8 Millionen Euro in die sogenannte vierte Reinigungsstufe investiert. Ein Landeszuschuss in Höhe von 3,5 Millionen Euro wird für die Stadt die Investition tragbar machen. Der Lohn für den Entschluss, mit dem erweiterten vorbeugenden Gewässerschutz Akzente zu setzen. Wie wichtig die Nachrüstung aller Kläranlagen landesweit ist, zeigt das Beispiel aus dem Bereich Medikamentenrückstände im Abwasser. Beispiel: Antibabypille und deren künstliche Östrogene, welche über das Urin ausgeschieden werden und so Bestandteil des Abwassers werden, in den Klärwerken jedoch nicht abgebaut werden können. Sie gelangen damit in Bäche und Flüsse. Männliche Fische, die diese Hormone aufnehmen, können verweiblichen. So werden ganze Fischpopulationen in ihrem Bestand gefährdet. Ob es aber langfristig sinnvoll ist, den Verlust der Fischpopulation durch Ersatz aus Fischzuchten jährlich mehrfach zu ersetzen, sei dahingestellt. Mit solchen und anderen Mikroschadstoffen sind die Wasserwerke entlang des Rheins betroffen, die das Rohwasser aus dem Uferfiltrat des Flusses gewinnen und dann aufbereiten. Damit die Schadstoffe aber erst gar nicht in den Fluss gelangen, wäre die vierte Reinigungsstufe in all diesen Kläranlagen ein Gebot der Stunde. Die wenigsten der 10.000 Kläranlagen haben die vierte Reinigungsstufe und nur eine Handvoll Städte startet in das neue Jahr mit ihrer Realisierung. Die Selzer Stadt ist in der Vorreiterrolle, bundesweit. Und das ist auch gut so. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Stadt Salzkotten, der Apotheke am Salidenhof und der Ratsapotheke im Heda Center, der Firma MIG, der Volksbank Brilon-Büren Salzkotten, von KD Fliesentechnik, dem Schuhhaus Seanschuk und dem Einrichtungshaus Niggemeier.